An kurvigen Wegen standen schmale, aber hohe Häuser, von deren bunten Dächern lange Fähnchen im Wind schaukelten. Ho, ho! So, da wären wir. Habe ich das jetzt gut gemacht oder habe ich das gut gemacht? Chipping, Jörg! Chipping! Ja? Genial, Jörg! Nicht schlecht. Ja, und wie rücken wir dem Jungen jetzt wieder den Kopf zurecht? Ich bin nicht verrückt, klar? Oh. Ja, ja, schon klar. Also, als erstes muss Robert gereinigt werden, damit er bereit ist, wieder zu lernen, wie man richtig wünscht. Hey, ich hab echt keine Lust auf irgend so ein esoterisches Zeug. Papalapap, Robert. Papalapap. Sie meint, du hast keine Ahnung und sollst dich langsam mal zusammenreißen. Oh, hey, da vorne ist mein Heimatdorf. Wir haben nicht zufällig Zeit für einen kleinen Besuch, oder? Zufällig müssen wir genau dahin für die Elfenreinigung. Wie bitte? Ja! Ho, ho, brr, brr. Ho, 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 so, so. So, da wären wir. Im Dorf der Elfen angekommen, wollte Shana keine Zeit mehr verlieren. Denn sollte Wenzler es schaffen, alle Eingänge ins Winterwünscheland zu zerstören, wäre Robert dort gefangen und könnte den anderen Menschenkindern auch das echte Wünschen nicht mehr beibringen. Aber erst musste er es ja selbst mal lernen. Plötzlich erschienen drei wunderschöne Elfen auf ihren winterlich geschmückten Ponys. Moni, Lara, Wemund! Es ist ja so lange her! Yasa, jetzt quatsch nicht rum! Lass die Elfen einen Kreis bilden. Wenzler kann doch jederzeit auftauchen. Ja, ja, ist schon gut. Robert, du stellst dich dann in die Mitte. Bloß das nicht! Nur Sekunden später fand sich Robert von bestens gelaunten Elfen umringt, die in die Hände klatschten und dazu passend im Takt hin und her sprangen. Nicht bewegen! Wie peinlich! Gut, alle bereit? Bei drei geht's los. Eins, zwei und drei. Die Elfen nahmen Anlauf, führten einen hohen Sprung mit einer eleganten Drehung aus, streckten bei der Landung ihre Hände in die Luft und ein regenbogenbunter Glitzerregen ergoss sich über Robert, der gar nicht wusste, wie ihm geschah. Er blinzelte, schüttelte sich und lächelte über das ganze Gesicht. Die Elfenreinigung war ein voller Erfolg. Wow! Was war das denn? Die beste Morgendusche ever! Wow! Yay! Willkommen im Winterwünscheland. Willkommen beim ersten Schritt hin zum echten Wünschen.